Grüße euch zum Donnerstag, den 26. Januar 2017. Wir haben hier abnehmender Mond im Zeichen Steinbock, Element Erde, ein Kältetag. In unserer Kultur gilt oft nur, was mit viel Arbeit, Mühe oder Aufwand erreicht worden ist. Wenn wir dann endlich am Ziel sind, wollen wir uns auch glücklich fühlen. Doch wie soll eine Reise glücklich enden, wenn der Weg dorthin nicht gerade mit Glückssteinen geebnet ist? Das heißt nun nicht, dass alles leicht und einfach sein wird. Es bedeutet, wenn sich der Weg zum gewünschten Ziel schon schwer anfühlt, kommt selten etwas Leichtes und Beglückendes heraus. Also dann, was fühlt sich für Sie jetzt schon freudig an, wenn Sie den ersten Schritt tun? Haben wir die Affirmationen der Krafttierkarten dieser Woche. Ich reinige und kläre mich und meine Umgebung von den Resten meiner emotionalen und spirituellen Entwicklung. Ich ziehe nun wieder Leichtigkeit und Klarheit an. Dann haben wir den Kranich. Ich übernehme die Verantwortung für meine spirituellen Geschenke. Ich halte meinen lichtvollen Kanal sauber und klar und schütze mich und meine Umgebung zu unser aller Wohlergehen. Kommen wir zur Einhornkarte. Hier haben wir den Wohlstand. Der Wohlstand will zu Ihnen gelangen. Öffnen Sie sich, um ihn zu empfangen. Und die göttliche Magie. Deine Situation ist gerade von einem besonderen Zauber umgeben. Ich habe mich für diesen Tag zum keltischen Baumorakel entschieden, wo wir ein bisschen mehr drauf eingehen können. Hier haben wir Louis, die Eberesche. Die Eberesche steht schon lange im Ruf, gegen Zauberei zu schützen. Ihr englischer Name Rowan ist verwandt mit dem nordischen Runa, ein Zauber, und dem Sanskritwort Runa, das Zauberer bedeutet. Runenstäbe, das heißt Stöcke, in die Runen geritzt sind, wurden aus Eberesche hergestellt. Weiterhin wurde das Holz dieses Baumes traditionell verwendet, um Metall aufzuspüren, wie man Haselruten nimmt, um Wasser zu suchen. Zusammen mit bestimmten weiteren Bäumen spielte die Eberesche eine zentrale Rolle bei den Zeremonien der Druiden. Selbst in jüngerer Zeit finden sich solche Vorstellungen noch in Praktiken, die in verschiedenen Teilen Britanniens geübt werden. Im Norden beispielsweise wurde Eberesche reisig an die Stallungen gebunden, um die Tiere vor Schaden zu bewahren. Und in Strathspey trieben die Bauern die ihre Ziegen durch Reifen, die mit Ebereschenreisern umwunden waren,
Zweige wurden über dem Hauseingang befestigt oder man trug sie bei sich, um sich gegen den bösen Blick und anderen Zauber zu schützen. In Wales oder Gymru pflegte man Eberesche auf Kirchhöfe zu pflanzen, die über die Geister der Toten wachen sollten. Wie die Eibe anderorts betrachten sie eine rote Ebereschenbeere und sie werden feststellen, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Früchten, die nur eine runde Vertiefung oder ein Grübchen gegenüber ihrem Stiel zeigen, an dieser Stelle einen winzigen, fünfzackigen Stern trägt. Ein Pentagramm, das uralte magische Symbol des Schutzes. Wenn die Gefahr besteht, dass sie verzaubert, manipuliert oder hypnotisiert werden durch schädliche oder fesselnde Kräfte, dann müssen sie bei klarem Verstand bleiben, wenn sie diese Occam-Karte ziehen. Wird es ihnen helfen, die Kontrolle über ihre Sinne zu behalten, sodass die Gut und Böse unterscheiden können und Ausbeutung von Hilfe, indem sie ihre spirituelle Kraft einsetzen, um alles abzuwenden, das ihrem Gleichmut und ihr Ziel bedroht. Also die Louis, die Eberesche, steht für Schutz vor Malerei, Kontrolle über alle Sinne, und im keltischen Baumorakel ist es der zweite Monat, der Monat Dezember. Die nur heute Karte an diesem Tag löse ich mich von all meinen Erwartungen an mich selbst. Pünktlich, fleißig, höflich, strebsam, hübsch, gepflegt, anerkannt, intelligent zu sein. Heute lege ich alle Erwartungen an mich selbst. Frag dich glücklich, Karte. Warum genieße ich die Nähe zu einem liebevollen Menschen? Erlaube dir, Nähe zu spüren und zu genießen. Wenn du Nähe erlaubst, kannst du eine erfüllte Beziehung führen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag.